Die Woche. Mal aus einer ganz anderen Sicht. Der satirische Wochenrückblick. Bei Baden FM. Hier ist die Mailbox von Schloss Bellevue. Die Wolves sind gerade verhindert. Wir freuen uns aber über eine Nachricht nach dem Quarkton. Lieber Herr Wolf, eigentlich hatte ich an dieser Stelle schon einen Nachruf auf Sie eingeplant, aber Sie sind noch im Amt. Das gilt, wie ich hoffe, auch dann noch, wenn Sie diese Nachricht abhören. Ich muss zugeben, anfangs hielt ich Sie für einen ziemlichen Waschlappen, aber inzwischen bin ich ein Fan von Ihnen. Ganz persönlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Mailbox-Nachricht an den Chefredakteur der Bild. Also dafür, dass Sie diesem Schleimsack mal so richtig einen, das wissen schon. Für diesen längst überfälligen Anruf hätten Sie den Courage Bambi verdient. Stattdessen peinigt man Sie mit 450 Quatschfragen im Internet. Dass Sie diese entgegen Ihrem Versprechen und doch nicht öffentlich beantworten wollen, ist Ihr gutes Recht. Transparenz hin oder her. Mir reicht es, wenn die Lagerfeld-Strumpfhosen Ihrer Frau weiterhin transparent sind. Und das Schöne ist ja, die meisten sehen das genauso wie ich. Zwar halten Sie 70% der Deutschen für einen verlogenen Schlawiner, Ihren Rücktritt fordern jedoch nur eine von den Medien manipulierte Minderheit und ein paar Kommunisten. Warum auch zurücktreten? Wegen Ihrer Billigkredite, die Sie bei der Bank abgestaubt haben? Da sind wir doch keinen Deut besser. Jeden von uns hat der Filialleiter seiner Haussparkasse schon einmal zugezwinkert und am Weltspartag zinslose Luftballons unterm Schalter hindurchgeschoben. Also was soll's. Falls Sie nun wieder erwarten, doch noch zurücktreten sollten, lieber Herr Wolf, mache ich Ihnen ein moralisches Angebot. Kommen Sie zu uns nach Freiburg. Die Mieten hier sind zwar unbezahlbar, aber Ihnen wird da schon was einfallen. Väterliche Freunde gibt es in Freiburg jedenfalls mehr als genug. Vielleicht wird für Sie in unserer Stadt demnächst sogar ein Präsidentenamt frei. Beim Sportclub ist derzeit alles möglich. Ach ja, auch das dürfte Sie interessieren. Das letzte Stahlgewitter über Freiburg liegt schon mehr als 60 Jahre zurück. Der satirische Wochenrückblick bei Baden FM. Jeden Freitag in der Baden FM Morgenshow.